Ah, oh, sieht noch ganz okay aus. Hab noch Viertelstunde, 20 Minuten. Ja? Hey, ich bitte dich. Sollten ein paar Geschütztürme dort sein. Yummy, Geschütztürme. Ich darf selbst mal meine eigenen Geschütztürme aufstellen. Ich liebe es. Das finde ich toll. Okay, wo stellen wir die denn hin? Lass mal überlegen. Von dort unten können welche kommen. Von dort unten überhaupt. Von beiden Seiten. Und von hier oben? Nee, von hier oben jetzt nix. Tja, wie mache ich das am besten? Mal schauen. Hey. Tuck, tuck. Okay, wir gehen auf. Ich würde sagen, hier steht's am besten, oder? Hoffe ich mal. So, du hier. Na, auf jeden Fall. Wenn das so ist. Da kommen sie. Jetzt schießen sie auf meine Spielzeuge, das ist ja unfair. Mal schauen, wie lange noch. Haha! Hey, das ist geil. Das ist sogar echt geil. Die lenken sie ab und ich kann sie so umballern von drüben, das ist geil. Ich kann sie auch hier schon abballern, so, wenn sie rankommen. Das geht auch. Seht ihr es? So meine ich. Direkt mal ein paar weniger. Und jetzt hier drüben sind auch ein paar gekommen, oder? Na? Na, wie ist es? Nein? Ja, vielleicht. Ah, da haben wir sie. Und zack. Direkt ist wieder Ruhe. Nützliche kleine Freunde. Finde ich super. Ist so wenig los im Moment. Können ruhig noch ein paar mehr von denen kommen. Ach, wie schön. Also ist wie Schießstand oder so. Sie kommen so schön langsam. Ich glaube, ich werfe mal Aktenschränke nach ihnen. Ne? Oh, Manhex! Benutze Aktenschrank mit Manhex. Hey, von wo? Ach, da oben. Tja. Das ist ja fies. Das sterben. Okay, und hier nichts und hier nichts. Das war's schon. Also für diese aktuelle Welle, die Munition ist fast verbraucht von der. Dann nehmen wir mal was anderes. Mmh, yummy, sieht's hier unten so lecker aus, oder? Das haben wir doch toll geschafft. Zwei Manhacks. Mannschnitter, ja, wir wissen es doch. Hey, da drüben. Man sieht dich. Man sieht dich. Bist du tot? Keine Ahnung. Egal. Na? Wo bleibt Ellie? Wenn man vom Teufel spricht, ne? Hat leider länger gedauert. Schön, dass du okay bist. Mal sehen, ob wir Dr. Mossman finden. Über diese Station scheint der Zugriff leichter zu sein. Okay. Okay. Da ist sie. Augenblick. Wie hart? In deinem Gebiet. Deswegen rufe ich nicht an. Was hat sie vor? Versprochen, Eli in Ruhe zu lassen. Oh mein Gott. Die Soldaten waren etwas übereifrig. Sicher, aber wir konnten ihn nicht gehen lassen.
Besonders da Gordon Freeman nicht zu fassen ist. Hätten Sie auf mein Signal gewartet, hätten Sie jetzt Freeman. Wir waren uns nicht gerade sicher, ob das noch passieren würde. Menschliches Blut ist dicker als Wasser. Dr. Breen, wie ich bereits sagte, Sie können Elis Zustimmung nicht erzwingen. Sie müssen ihn selbst... Ich kenne Dr. Vance viel länger als du, Judith. Deine Gefühle für ihn haben dich wohl geblendet. Gefühle? Mit Gefühlen hat das nichts zu tun. Fakt ist doch, dass wenn Eli Vertrauen hat in unser... Da gibt es nichts zu besprechen, Dr. Mossman. Bitte, Dr. Breen. Bedauere, Judith, ich habe keine Zeit. Das glaube ich nicht! Auf geht's, Gordon, jetzt muss es wirklich schnell gehen. Geh schon voraus, ich knacke die nächste Sicherheitsstufe und komme danach, sobald ich kann. Na toll. Verräterschlampe ist sie also auch noch zusätzlich. Na toll. Die andere Seite gehe ich aber auch noch ab. Dort liegt auch noch Zeug. Yummy. Lecker, lecker Zeug. Da liegt doch kein Zeug. Ist ja doof. Ach nee, stimmt. Liegt ja auch alles hier. Ich hab's ja gar nicht so hoch kommen lassen, ne? Stimmt, da ist was dran. Okay, dann gehen wir halt hier lang. Ach, Verräterschwein. Bäh. Abschaum. Bin mal gespannt, wenn ich mal Dampf finde. So, BAM! Direkt zwischen die Titten und BAM! Einen in jede rein. So. Da lang soll ich. Alles klar. Platz. Wie war das? Sie sperrt die sie knackt die Sicherheitssperren, oder was? Ich weiß nicht, ob das hier notwendig ist. Ich glaube nicht, dass das jetzt hier viel nützt. Da sind schon wieder welche. Oh Gott, wie viel denn? Ja, genau so viel anscheinend. Hallo? Ich sehe niemanden. Aber ich sehe, dass alles unter Strom steht und das gefällt mir nicht. Ach, wie soll ich... vorsichtig, wie soll ich denn jetzt da schon wieder lang? Ich kann so machen und zack. Hi. Oh, hi. Oh, Barnacle? Versteckt? Versteckter Barnacle. So, und dann von hier... Ach, ohne Quicksave. Scheiß doch drauf. Hopp! So, hier rüber. Und zack, und zack. Ja. Das funktioniert so. Ja, darüber wird jetzt noch unangenehm. Ja. Nee, ich sehe keine bessere Möglichkeit. Ich muss versuchen, auf das Fass zu kommen. Hopp. Okay. Und jetzt. Hopp. So. Hier war ich schon. Ja toll, jetzt bin ich wieder genauso weit wie vorher. Muss ich mir einen Weg bauen. Ich meine, das mit dem Fass hat ja schon mal prinzipiell geklappt. Das ist ja keine schlechte Sache. Liegt hier noch Zeug rum? Noch mehr Fässer? Ja, ich glaube, das könnte so sein, dass ich mir einen Weg bauen soll, ja. Ich schließe es nicht aus. Noch mehr Fässer? Ja, das ist nett. So, dann schauen wir mal. Ey, ich will nicht wieder immer... Leitern klettern. Das ist immer so eine Sache in so Shootern. Das funktioniert irgendwie nie so gut, wie es soll. Au, au, au. Steh schon auf davon. So, und den letzten wieder herholen und zack. Das hat wehgetan. Das hat ziemlich gebrannt. Ja, so in etwa hat sich das angefühlt. Hi. Ich würde sagen, das Ding macht ordentlich Bums, ganz ehrlich. Gegen Zombies, also Hut ab. Hi. Ja, da ist Strom, man sieht's. Keine Angst, da wollte ich nicht hin. Ich will nur hier das Zeug mitnehmen. Ja, seht ihr, sowas will ich haben und sowas will ich haben. Ja, für so Sachen bin ich hier. Nicht für sonst irgendwie Angelegenheiten. Gut, jetzt gehen wir wieder hoch oder was? Na toll. Kann ich noch mehr? Zack und... kaum. Naja, knapp. Bombs. Hey, ein Haufen Munition. Und wieder zivilisiertere Bereiche. Nee, sieht nicht so aus. Aua!
Ich hasse es, wenn ich Zeug selbst an die Schnauze kriege. Ist okay. Manchmal ist wohl doch Brechi untrefflich. Oh, meine Taschenlampe ist leer. Bombs. Da liegt ein Schrank im Weg. Hau halt ab. So. Okay, jetzt haben wir wieder mehr Übersicht. Was? D8, scheiße. Die wissen es ja echt. So ein Dreck.